beim nächsten Level müssen wir mit Luigi ohne Power-Ups alle Gegner in diesem Level besiegen. Natürlich auch nur die Gegner, die man besiegen kann. Das sollte klar sein. Und bei diesen Goombas fängt jetzt schon der erste Trick an. Wir müssen sie nämlich hier an diese Glasröhre locken und von dem Feuerbruder zerstören lassen. Denn das Problem ist ja, ihr seht, auf ihnen war eine Feuerblume. Und wenn ich jetzt einfach eine Stampfattacke auf sie gemacht hätte, dann hätte ich die eingesammelt. Und ja, das darf ich ja nicht. Ich darf ja keine Power-Ups benutzen. So, dann hier töten wir die Goombas. Boah, jetzt hätte mich der fast noch getroffen. So, und weiter geht's. Also hier diese Steinblöcke müsst ihr natürlich nicht besiegen, denn das geht gar nicht. Obwohl, geht das vielleicht mit einem Stern sogar theoretisch? Aber hier ist ja, glaube ich, kein Stern in dem Level. Und selbst wenn... Nee, eigentlich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass man die mit einem Stern besiegen könnte. Glaube ich nicht. Ja, und das war's jetzt dann auch schon fast wieder von der Challenge. Wirklich schwierig ist auch diese nicht. So, und zack. Und zack. Boah, jetzt wäre der fast in mich reingesprungen. Aber ich hab's noch hingekriegt. So, ich glaube, ein Gegner fehlt noch. Nämlich du. Und zack. Perfekt. Das war wieder eine etwas einfachere Challenge. Aber wenn mich nicht alles täuscht, dann wird die nächste schon wieder etwas schwieriger. Da könnt ihr euch dann auf jeden Fall schon mal im nächsten Part darauf freuen. Wenn wir dann Welt 7-2 machen. Beziehungsweise Welt Schloss 2. Fackeln in der Finsternis. Bis zum nächsten Mal.